Hallo und herzlich willkommen zur H1Z1 News. Endlich ist es soweit. Sony hat einen Release-Termin rausgerückt. 15. Januar soll es sein. Soll auf Steam erhältlich sein, soll 19 Dollar kosten. Ich schätze mal, wir Europäer werden mit 19,99 € zur Kasse gebeten, wie auch sonst. Ja, wie lange haben wir denn jetzt schon gewartet? Die ersten Release-Gerüchte kamen raus im März 2014. Dann hieß es Mitte April, Mitte Mai und so weiter und so weiter. Bis zu einem mysteriösen Livestream auf Twitch, wo eine Riesenüberraschung stattfinden sollte. Diese Riesenüberraschung entpuppte sich dann als Radioübertragung, in Anführungszeichen. Vorgespielt wurde uns eine Radioübertragung zur Story von H1Z1. Naja, ganz ehrlich gesagt, darauf hätte ich auch verzichten können. Aber naja, so, was ist H1Z1 überhaupt? Wie ihr unschwer erkennen könnt, handelt es sich um einen Zombie-Survival-Game. Und ich hoffe und ich glaube, es wird wirklich wieder ein Zombie-Survival-Game werden. Denn es gibt so viele Zombie-Survival-Games mittlerweile, ja, meiner Meinung nach, DayZ Standalone eingeschlossen. Weil, ja, sorry Leute, aber in diesen Games sind die Zombies überhaupt nicht aussagekräftig, ja? Das sind Survival-Games, ja, ihr habt recht, man muss über Überleben kämpfen, aber so ein Zombie stellt überhaupt keine Bedrohung dar, ja? Und die ersten Stunden von DayZ, da waren die Zombies noch richtige Bedrohungen, ja? Man musste aufpassen, wo man schießt, was man macht, dass dann die Viecher nicht auf den Hals rücken. Die haben einen da nämlich wirklich, wirklich zugesetzt. Und das soll hier wieder endlich der Fall sein, ja? Die Viecher sollen extrem stark sein, sogar sehr, sehr stark und sollen am Anfang kaum eine Chance lassen zu überleben. Ja, was ist hier neu? Neu ist da an für sich gar nichts. Es wird aus allem was zusammengemixt. Es wird einen Basenbau geben. Es wird eine Gildenbildung möglich sein. Ja, und ja, weiteres sind wir noch gespannt, was da alles rauskommt. Ich hoffe, sie machen nicht zu viel Kleinkram rein, wie verschiedene Blutgruppen und so, das ist mir schon alles ein Stück zu viel, aber wir werden es sehen, ja, es gibt schon sehr viele Varianten, es gab schon sehr viel, was da reingeworfen wurde, es gab sehr viel, was wieder rausgenommen wurde, ja, letztendlich werden wir es spätestens am 15. Januar sehen, oder aber sie werden häppchenweise jetzt wieder mal ein paar Infos rausrücken. Auf jeden Fall wird es eine Alpha werden, die auch spielbar sein wird. Tja, woher weiß ich das? Ganz einfach, Sony hat eine To-Do-Liste rausgegeben und erst wenn die abgearbeitet ist, dann wird das Spiel rausgebracht. Sprich, das soll dem Kunden, nämlich uns, soll es dann quasi ein spielbares Erlebnis geben. Nicht eine Alpha-Version, die fast nicht spielbar ist, so wie das von vielen Games kannten und kennen, ne? DayZ Standalone. ja, ne? Ihr wisst, was ich meine. Hervorragendes Spiel. ja, okay. Ja, Leute, wenn ihr mehr Infos über H1Z1 haben wollt, bleibt dabei, bleibt hier am Kanal. Ich werde immer zwischenzeitlich neue Infos bringen, sobald es neue Infos gibt. Ich bin auf jeden Fall dabei und ich muss mal schauen, ob wir direkt auch irgendwie einen Clan anleiern. Das steht alles noch in Frage. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Auf jeden Fall freue ich mich. Das war die Info dazu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. In diesem Sinne, habe die Ehre. Tschüss.